Das nächste Jahr wird sehr wichtig werden für mich, um mich persönlich weiterzuentwickeln. Sie haben große Ziele. Natürlich, dass ich auch bald vielleicht in höhere Klassen liegen spiele. Das ist, denke ich, von jedem das Ziel. Sie wollen es schaffen. Jeder weiß, dass es bei Bayern sehr schwer ist, in den Profikader aufzurücken. Nach ganz oben. Im Fußball gehört auch viel Glück dazu. Du musst an der richtigen Zeit, an der richtigen Stelle sein. Der nächste Schritt. Im Bayern-Kader stehen 20 Weltklasse-Spieler. Sich da zu behaupten, das ist eine große Aufgabe. Schwer, aber nicht unmöglich. Als ich die Nachricht bekommen habe von Jupp Heynckes, war ich sehr, sehr froh. Ich musste es auch erstmal realisieren. Sie sind auf dem Weg vom Talent zum Profi. Was für eine Enttäuschung. 0:3 beim FC Augsburg. Die U19 des FC Bayern hat die Süddeutsche Meisterschaft am letzten Spieltag aus den Händen gegeben. Das ist ein Lernprozess. Das sind junge Burschen. Das war ein Alles-oder-Nichts-Spiel. Wichtig ist, dass man jetzt ehrlich zu sich selber ist, dass man sich fragt, woran es gelegen hat, um es dann beim nächsten Mal besser zu machen. Für einige dieser Spieler gibt es kein nächstes Mal. Zumindest nicht in der U19. Für sie heißt es jetzt den nächsten Karriereschritt machen. Fuß fassen im Seniorenbereich. Insgesamt 10 Spieler des Jahrgangs 1999 verlassen die U19 zum Ende der Saison. Einer von ihnen, er, Jonathan Mayer, 18 Jahre alt, linker Verteidiger, seit 6 Jahren im Bayern Nachwuchs. Nachdem er seinen Schulabschluss schon in der Tasche hat, gilt der Fokus voll dem Fußball. Am Vormittag haben die eben Training, die keine Schule haben oder momentan halt nicht tätig sind irgendwo. Und dann sind wir meistens in zwei separaten Gruppen noch am Vormittag, heißt 10 und 11 Uhr jetzt wie heute. Und dann müssen wir eine Stunde davor da sein. Nach dem Training gibt es Mittagessen in der Bayern-Mensa. Und ja, danach vertreiben wir uns halt ein bisschen die Zeit, irgendwo am Campus, in der Players Lounge oder so, bis halt das Nachmittagstraining wieder beginnt. Joni, wie ihn seine Mitspieler nennen, hat schon erste Profiluft geschnuppert. In der Länderspielpause im März durfte er zum ersten Mal mit den Profis trainieren. Inklusive wertvoller Tipps von Franck Ribéry. Ja, dass ich natürlich auch für mich, also auf mich schauen soll und zum Beispiel auch ins Dribbling gehen soll, mich was trauen soll und so weiter. Kurz vor 9. Ankunft am Campus an der Ingolstädter Straße. Seit August 2017 haben hier alle Nachwuchsteams des FC Bayern ihr Zuhause. Am Vormittag steht für den 19-Jährigen eine individuelle Einheit im Fitnessraum auf dem Programm. Ab nächster Saison trainiert er dann regelmäßig an der Säbener Straße. Mayer soll einen Vertrag bei den Bayern-Amateuren unterschreiben. Meine Absicht ist schon, oder mein Ziel ist schon, jetzt eben hier zu verlängern. Und ich denke, es wird auch die nächsten Tage, Wochen auch wahrscheinlich passieren. Zur gleichen Zeit, Abi-Prüfung an den Münchner Schulen. Auch für Maximilian Zeiser, ebenfalls 18. Er fühlt sich am wohlsten auf der Sechserposition. Und wie sieht's mit Mathe aus? Ja, ich bin ganz zufrieden. Jetzt ist erstmal wichtig für mich, dass es vorbei ist, dass ich es geschafft habe, das ewige Lernen. Ich bin ganz zufrieden. Habe einige Aufgaben, glaube ich, richtig beantwortet und jetzt geht es am Montag weiter mit Englisch. Ja, die Jungs sollen nicht alles auf die Karte Fußball setzen. Es gibt auch wichtigere Dinge wie Fußball. Das ist einfach das Leben. Ja? Und da sollen sie sich gut vorbereiten. Und das ist sicher sinnvoll, dort die Schule einfach so lange wie möglich zu machen, je nach den Möglichkeiten. Aber wir haben jetzt, glaube ich, 5 Jungs, die Abitur machen. Ich glaube, das ist sensationell. Auch für Maxi ist nach der Saison Schluss bei der U19. Auch er wird zu den Amateuren aufrücken. Aber auch er durfte schon bei den Profis mittrainieren. Und er strebt natürlich zu Höherem. Ich glaube, jeder weiß, dass es bei Bayern sehr schwer ist, in den Profikader aufzurücken. Aber ich möchte für mich alles geben, jeden Tag alles raushauen. Und wer weiß, vielleicht klappt es ja dann, Profi bei Bayern zu werden. Nach der Abi-Prüfung erstmal den Kopf frei bekommen.
Das klappt am besten mit Kumpel Ron Torben Hoffmann. Die beiden verbringen am Campus viel Zeit zusammen und verstehen sich bestens. Ja, Maxi gehört zu meinen zwei besten Freunden hier im Internat. Mit dem verbringe ich die meiste Zeit. Ja, uns verbindet sehr viel. Wir verstehen uns auf dem Platz super, neben dem Platz super. Ron Torben Hoffmann, 19 Jahre alt, Torhüter. Kam Anfang 2016 aus Leipzig zum Nachwuchs des FC Bayern. Also in Leipzig war ich auch schon im Internat. Das hat mir natürlich geholfen, hier schneller Fuß zu fassen, weil ich ja, für mich selbst wusste, wie ich das handeln muss mit den ganzen Jungs, wie ich mich hier erstmal zu verhalten habe, erstmal ruhig zu bleiben und dann sich auf die Sachen zu konzentrieren, wo es drauf ankommt, nämlich hier auf dem Platz. Und aber gleichzeitig mich auch gut einzuleben und mich auch immer wohler zu fühlen, das ist mir gut gelungen. Auch er bleibt beim FC Bayern. Ron Torben erhält einen Profivertrag. Ich bin sehr glücklich. Das ist mein erster Vertrag, der erste Profivertrag. Ich träume seit 15 Jahren davon. Ich habe mit 4 Jahren angefangen, Fußball zu spielen, bin seit 15 Jahren Bayern-Fan. Und es ist eine Riesenehre und jetzt beginnt sozusagen die harte Arbeit. Nachwuchsspieler, die über den Tellerrand schauen. Darum geht es Sebastian Hoeneß. Der Coach will die jungen Erwachsenen aufs Leben vorbereiten. Einmal geht es darum, sie natürlich sportlich in den verschiedenen Bereichen, technisch, taktisch, ja, grundsätzlich einfach das Spiel zu verstehen. Da wollen wir sie entwickeln und dann natürlich auch in der Persönlichkeitsentwicklung. Sie sollen, wenn sie hier irgendwann mal gehen sollten, einfach ja, als reife, reflektierte Menschen vom Campus gehen. Das sind unsere Ziele. Ja. Er hat an sich geglaubt und sein Traum ist wahr geworden. Ende April hat Lars Lukas May seinen ersten Profivertrag beim FC Bayern unterschrieben. Ja, es ist ein ganz großer Schritt. Es ist eine Ehre für mich, für den FC Bayern zu spielen, auch jetzt in den kommenden Jahren, 3 Jahren. Und das Vertrauen, was in mich gesteckt wird, möchte ich in jedem Spiel, in jedem Training halt durch Leistung wieder zurückzahlen. Ja, das ist sehr, sehr gut gemacht hier bei den Profis, in den Trainingseinheiten, die er gemacht hat, dann bei der U19 natürlich in den Spielen und natürlich bei seinem Debüt in Hannover hat er sich auch richtig gut präsentiert. Diesen 21. April 2018 wird Lasse, wie er genannt wird, sicher nicht vergessen. Bundesliga-Debüt beim Auswärtsspiel in Hannover. An der Seite von Jerome Boateng in der Innenverteidigung. Er hat einen guten Job gemacht. Er hat dann auch im Laufe des Spiels ein bisschen mehr Selbstvertrauen noch bekommen. Er ist auch ein, zwei Mal dann ins Mittelfeld rein mit dem Ball. Man hat gesehen, dass er da auch sehr viel Ruhe ausstrahlt. Und ich denke, es war ein sehr gelungener Auftakt. Und so kann es für die Jugendabteilung weitergehen. Als ich Nachricht bekommen habe von Jupp Heynckes, war ich sehr, sehr froh. Ich musste es auch erst mal realisieren. So, das hat erst mal 2 Tage gedauert, bis ich erst mal so realisiert habe, dass ich mein Bundesliga-Debüt vor allem für den FC Bayern gemacht habe. Ja, das war halt schon ein schönes Gefühl. Der 18-Jährige hat einen beachtlichen Werdegang hinter sich. Mit 14 wechselt er zu den Bayern. 2017 wird er als Kapitän deutscher Meister mit der U17. Gleich im ersten U19-Jahr ist er Leistungsträger und ihm gelingt der Sprung zu den Profis. Das ist für die Jungs, glaube ich, vor 1-2 Jahren schon noch einfach ein Traum gewesen. Da hat sich jetzt der ein oder andere Traum schon erfüllt und das sehen die anderen natürlich auch. Also ich glaube, Lukas hat es vorgemacht, hat überragende Leistung gezeigt bei uns in U19 und ist damit so einem Profivertrag belohnt worden und ja, das Ziel habe ich auch. Wenn ich sehe, dass da welche mittrainieren und auch mitspielen, ist natürlich von jedem, denke ich, aus der Mannschaft der Anreiz, da auch mitzuspielen. Ob es letztendlich klappt, ist eine andere Frage, aber natürlich will man da oben mitspielen oder auch mittrainieren, das ist natürlich das größte Ziel auch von jedem, denke ich. Die Enttäuschung über die verpasste süddeutsche Meisterschaft, sie ist noch nicht ganz überwunden. Aber Maxi, Torben, Joni und Co. blicken nach vorne, denn es geht weiter. Meine großen Ziele als Fußballer, natürlich, dass ich auch bald vielleicht in höhere Klassen liegen spielen, das ist, denke ich, von jedem das Ziel. Und dass ich halt vor allem die Entwicklung, dass sie positiv verläuft und auch verletzungsfrei bleibt. Für mich ist es wichtig, wie gesagt, diese Erfahrung zu sammeln im Herrenbereich und dann irgendwann meinen Weg alleine zu gehen und nicht irgendjemand zu beerben, sondern
versuchen, mich selbst zu entwickeln und meine eigene Persönlichkeit zu schaffen, zu kreieren sozusagen. Erstmal selber so weit wie möglich zu kommen, halt an meinen Baustellen ein bisschen zu arbeiten. Vielleicht irgendwann mal Mats Hummels zu vertreten oder so. Das wäre halt so mein Ziel und halt hier ein potenzieller Stammspieler zu werden bei Bayern. Der erste Schritt ist gemacht, nach ganz oben. Sie sind alle auf dem Weg vom Talent zum Profi.